Die brutale Drohung eines Unbekannten beschäftigt nun Polizeioberkommissar Toni Gonzales und Kollege Florian Busse. Eine Familie hat Angst um ihre Kinder. 1427 für Egon. Ja, wir hören. Einmal die Fahrt in den Elkhof 24 zu dem Campingplatz. Eine Frau Weiding meldet Sachbeschädigung. Ja, soweit verstanden. Ein Einsatzbefehl, der sich zunächst harmlos anhört. Doch vor Ort wird den Beamten schnell klar, dass weit mehr hinter dem Hilferuf der Familie steckt. Oh, da kommt da schon einer auf uns zu. Haben Sie angerufen? Nee, meine Frau hat angerufen. Ja. Hallo. Was ist passiert? So, wir waren gerade einkaufen. Komm wieder. Das ist mein Campingwagen. Ist natürlich total demoliert. An den Seiten hier mit Spraydosen draufgesprüht, dass wir uns verpissen sollen. Ja. Okay. Wir sind heute Morgen nur kurz gekommen. Haben unsere Sachen abgestellt, ne, da war alles in Ordnung. Ne. Sind dann zum Einkaufen kommen wieder und finden das jetzt hier vor. Okay, aber sind ja zig Leute, die müssen das vielleicht gesehen haben. Ne. Haben Sie schon mal rumgefragt? Haben Sie Stress mit irgendjemandem? Also rumgefragt schon, ne, einmal kurz, aber so Stress braucht man nicht. Er sagt zwar, dass er sich mit jedem hier gut versteht, aber langsam bezweifle ich das. Nein. Bei der Schmiererei handelt es sich um eine eindeutige Drohung. Noch deutlicher wird die Botschaft im Wohnwagen. Im Teddy der Tochter steckt ein in Deutschland verbotenes Messer. Draußen entdecken die Beamten noch etwas. Was ist hier mit der Parzelle 20 oder 2 oder was? Nee, yes, ja, da fällt öfter mal runter hier. Also Parzelle 20. Und mir ist aufgefallen, dass die Beschriftung der Parzelle, nämlich ursprünglich Parzelle 20, nicht korrekt angezeigt wurde. Nämlich da war die 0 abgefallen, sodass man auf den ersten Blick denken konnte, das ist Parzelle 2. Und das wiederum hat uns dann auf die gegenüberliegende echte Parzelle 2 gebracht. Und da dachten wir, ist ja vielleicht ein Zusammenhang mit. Haben Sie was mitgekriegt, was da drüben passiert ist? Was? Was ist denn da passiert? Wir sind gerade seit 10 Minuten erst gekommen. Jetzt aber mal ruhig. Ob Sie was mitbekommen haben, da der Wohnwagen dort drüben wurde etwas demoliert. Haben Sie da was mitbekommen? Wir sind gerade erst eine Viertelstunde hier. Tut uns leid, wir sind noch nicht lange da. Okay. Also wir sind froh, dass wir unsere Ruhe hier haben. Wir wollen mit allen nichts zu tun haben. Die Kinder sollen spielen, wir wollen entspannen. Ja, ich will relaxen. Ich habe mir mein Weekend verdient. Ja, ist klar. Ich zu Hause auch. Wunderbar. Ja, ich möchte echt mal ein bisschen ausspannen. Mal ganz kurz, ne? Ich meine, muss nichts bedeuten, ne? Aber wenn da die 2 stand, dann ist auch die 2, ne? Ja. Das wäre mal, weiß nicht, vielleicht, weiß ja nicht, ob das jemand, wenn jemand irgendwann Brass gegen die hat und vielleicht die verwechseln hat. Ja, vielleicht sind die ja die Laune, ne? Junge Mann, haben Sie mal eine Minute ein Ohr für mich? Ja. Wir haben jetzt gerade festgestellt, dass da hinten war ursprünglich die Hausnummer 20, da fehlte aber eine Ziffer, sodass da die 2 stand. Und Sie haben ja offensichtlich die 2. Ja. Kann das sein, dass Sie vielleicht irgendwie, hatten Sie schon mal Ärger hier? Weil drinnen war so ein dezenter Hinweis, haut ab mit den Belgern. Ich weiß nur, die Frau Tauer vom Campingplatz, die Inhaberin, die hat mir gesagt, da beschweren sich welche. Aber ja, wer ist, das jetzt wer ist Frau Tauer? Die Campingplatz-Inhaberin. Sie wissen, wer das ist, dann gehen wir die mal fragen. Sie bleiben hier, wenn wir noch Rückfragen haben. Ja, falls wir sind ja die ganze Woche. Ich würde das Wasser gerne schon mal sicherstellen. Die Beamten glauben, die Drohung galt höchstwahrscheinlich der Familie gegenüber. Hinweise auf den Absender der brutalen Botschaft soll nun die Platzinhaberin liefern. Die sind ja auf der Nummer 20, aber da ist die 0 abgefallen. Mhm. Und das sah eigentlich auf den ersten Blick auch für uns aus, wenn das die Nummer 2 ist. Gegenüber ist ja auch die Nummer 2. Und die sagen, da gab auch mal hier Beschwerden oder so. Ja, es gab schon mal Beschwerden. Zu Verwechslungen kam oder so. Wegen der lauten Kinder gab es schon mal Beschwerden. Generell der Kinder oder der Kinder von 2? Ja, der Kinder von 2. Und zwar der Dirk Babel hat sich schon mal beschwert bei mir. Wer ist Dirk Babel? Der wohnt da vorne in dem Wagen. Das ist eigentlich so ein ganz netter Mann. Also Einzelgänger-Typ, aber bezahlt seine Miete ordentlich, also ist ein ordentlicher Mieter. Ist er denn da? Ja, ich denke schon, ne? Schauen wir mal. Der Camper ist seit Jahren Stammgast. Für die Ermittler ist es daher unwahrscheinlich, dass ausgerechnet er die Plätze verwechselt haben soll. Hallo? Hey, hallo, Polizei, hey, komm mal die Keule weg, komm mal raus. Hier, er macht mal, ja, wer sind Sie denn? Hände aus der Taschen, so. Hände aus der Tasche. Hände aus der Taschen. Was ist das? Wer ist da noch drin? Wer ist da noch drin? Mal rauskommen. Er ist der Schuldige. Wir haben gar nichts damit zu tun. Was wir sehen hier. Ja. Gehen Sie mal rein. Gehst du rein? Ja. So. Der Besitzer des Wohnwagens wurde in seiner Toilette eingesperrt. Zuvor gab es offenbar einen Streit mit den beiden Unbekannten. Worum es dabei ging, ist völlig unklar. Wer ist denn da? Drin ist alles. Ja, die Polizei. Kommt bloß ab, ihr Arschlöcher! Kommt jetzt raus, jetzt hören Sie auf. Nein, wieso denn? Hey! Was soll der Scheiß? So, jetzt ruhig bleiben wir, ne?
nicht wieder wegrennen. Wir wollen das jetzt hier Ruhe klären. Ich kann euch gar nicht. Ich kann euch gar nicht. Der Wichser hat uns engagiert. Hallo. Hände auf Rücken. Hände auf Rücken. Gut, man hat keine Eier für selber zu machen. Was selber machen? Wir kriegen Kohle von ihm. Was für Kohle? Wir sollten. Schreien Sie nicht, reden Sie mit mir jetzt erstmal. Wir sollten Leute terrorisieren. Unsere beiden Haupttäter hätten sich natürlich zurückhalten können verbal, denn sie waren ja hier die Beschuldigten, aber das haben sie nicht gemacht. Sie haben gleich gesagt, dass sie beauftragt wurden für diese Tat und wollten halt jetzt ihr Geld haben, haben es aber nicht bekommen, weil sie den falschen Wohnwagen demoliert hatten. Ja, und was machen wir denn sonst? Hey, Männer, nochmal, beruhigt euch mal oder wir nehmen euch mit, okay? Jeder macht hier Randale, nur die Kinder, immer die scheiß Blagen, die machen nur Randale hier. Man hat hier seine Ruhe hier. Klär mich nochmal kurz auf, also am Rande habe ich nicht mitgekriegt, was jetzt war. Er scheint hier einen Brass zu haben wegen der Kinder. Ja. Er schuldet uns Geld, weil er uns angestiftet hat. Jetzt ist gut, jetzt haben wir es verstanden. Hat wahrscheinlich die beiden der beauftragt, Nummer 2 zu terrorisieren. Die haben aus Versehen Nummer 20 terrorisiert, weil die Null abgefallen ist. Okay. Ja. Die alle stoffelig hier. Experten. Ja, wächst ja auch. Hättest du eine Sache selber machen sollen. Also wenn von meiner Seite aus, wenn die Personalien feststehen, kriegen die beiden Platzverweis, dann können die gehen. Die Sachen werden sichergestellt, können sich auf der Wache abholen. Okay. Wegen des Messers. Ich will euch meinen Bech. Nein, kriegen sie nochmal. Ich will den wieder haben. Nochmal, hören Sie mir zu. Die Keule ist sichergestellt, ja? Die Sprühdose auch. Das Messer, wem immer das gehört hat, ist ein verbotener Gegenstand. Butterfly werden Sie nicht wiederkriegen. Okay? Er ist der Kriminelle. Wir werden hier. Okay, genau. Sie verlassen jetzt diese Örtlichkeit hier, diese Richtung, Hauptausgang und auf Wiedersehen. Ja. Werden wir Sie heute hier nochmal antreffen, dann nehmen wir Sie in Gewahrsam. Hey, ist gut jetzt. Hau ab jetzt. Der Dauercamper wird sich wegen Anstiftung zur schweren Sachbeschädigung verantworten müssen. Zudem wird ihm der Mietvertrag auf dem Platz gekündigt. Auch seine beiden Handlanger erhalten eine Anzeige wegen schwerer Sachbeschädigung.